überzeugen dürfen, dass sie den Bauer, den Arbeiter, die Angestellten, den Mittelstand. In 1932, Adolf Hitler was a prominent political figure in Germany, but he had not yet attained the position of Chancellor. The footage in this film, titled Reichskanzler Adolf Hitler spricht, captures a rally during Hitler's rise to power, showcasing his influence over large crowds and his skill as an orator, which played a key role in building his political support. The film opens with a large crowd gathered to hear Hitler speak, representing a mix of curious citizens and ardent followers of the National Socialist movement. The audience salutes and cheers as Hitler stands at a podium draped with flags and garlands, shot from a low angle to emphasize his authoritative presence. Throughout the rally, SA men, Sturmabteilung, Hitler's paramilitary wing, can be seen managing the crowd. Their presence highlights the growing militarization of the Nazi Party and the organized, disciplined image they projected. Cameramen occasionally appear in the frame, capturing Hitler's speech from multiple angles, reinforcing how Nazi propaganda machinery was already in full swing, even before Hitler's formal rise to power. His speeches were carefully documented and used to amplify his influence across Germany. Following the speech, Hitler descends from the podium and enters a motorcade. The SA men hold back the surging crowds as Hitler departs, illustrating the strong public appeal he had cultivated by this time. The scene concludes with an orchestra playing Deutschland über alles, the national anthem of Germany during that period, as the crowd watches and salutes, symbolizing the blend of nationalism and personal loyalty that Hitler would continue to exploit in his path to power. Although the film is titled Reichskanzler Adolf Hitler spricht, it was shot in 1932, before Hitler was appointed Chancellor on January 30th, 1933. This context is crucial, as the event represents the closing days of the Weimar Republic and foreshadows Hitler's eventual consolidation of power, marking the beginning of a dark chapter in German and world history. Wohin die heute die Deutschen noch kommen, es ist überall das Weltbild einer Erhebung unseres Volkes. Eine Erhebung, die zeigt, dass sich heute Millionen Menschen dessen bewusst geworden sind, dass in dieser kommenden Wahl mehr auf dem Spiel steht als sonst, dass nicht entschieden wird über irgendeine neue Koalition, ja nicht einmal über eine neue Regierung, sondern dass entschieden wird über Sieg oder Niederlage zweier Richtungen in Deutschland, von denen die eine nun 60, 70 Jahre lebte, 13 Jahre regierte, und bewiesen hat, was sie kann und was sie nicht kann. Von denen die eine aufbaut auf Vorstellungen internationaler Art, ganz gleich, ob es sich hier um das Bürgertum handelt oder um die marxistischen Parteien. Während die andere sich bewusst konzentriert auf die in unserem Volk selbst vorhandenen Kräfte, auf das nationale Deutschland im besten Sinn des Wortes, ohne Klassen, ohne Stände, ohne Konfessionen. 13 Jahre hat dieses eine Deutschland regiert. Und wenn Sie heute die Wahlpropaganda dieses Deutschlands ansehen, so können Sie an der Art dieser Propaganda die Verurteilung dieser 13 Jahre sehen. Wenn das Schicksal einem System
13 Jahre zur Verfügung stellen, um seine Fähigkeit zu beweisen, dann müssen Taten und Leistungen dafür sprechen. Diese Gegner müssten heute ihre Propaganda überhaupt nur damit führen, dass sie die einzelnen deutschen Stände aufrufen als Zeugen, dass sie den Bauer, den Arbeiter, die Angestellten, den Mittelstand, ja die ganze Wirtschaft aufmarschieren ließen als lebende Zeugen für ihr Wirken. Sie möchten stattdessen am liebsten überhaupt von diesen 13 Jahren nicht reden, sondern wollen am liebsten die ganze Wahlpropaganda beschränken auf eine Kritik der letzten 6 Wochen. Sie sagen, dafür, für diese 6 Wochen, seien die Nationalsozialisten verantwortlich. Ich sehe nicht ein, wieso, denn das Kabinett Papen wurde ja nicht von uns berufen, sondern es wurde berufen vom Herrn Reichspräsidenten, der von der Sozialdemokratie und dem Zentrum ja selbst gewählt worden war. Wieso sollen wir verantwortlich sein? Aber wenn es sogar wäre, ich würde jederzeit die Verantwortung für diese 6 Wochen übernehmen. Aber die Herren sollen gefälligst die Verantwortung für die letzten 13 Jahre übernehmen. Dann, dass sie jetzt plötzlich so als 13 Jahre lang sie alles Gute versucht hätten, aber nur durch uns verhindert worden wären. 13 Jahre lang haben sie wirtschaftlich, politisch bewiesen, was zu leisten sie fähig sind. Eine Nation wirtschaftlich zerstört, den Bauernstand ruiniert, den Mittelstand verelendet, die Finanzen in reichen Ländern, in den Kommunen zerrüttet, alles bankrott und 7 Millionen Arbeitslose. Sie können sich binden, wie sie sich binden wollen. Dafür sind sie verantwortlich. Und es musste ja so kommen. Glaubt man wirklich, dass eine Nation überhaupt irgendwelche Leistungen vollbringen kann, wenn ihr politisches Leben so zerfetzt und zerrissen ist wie unser deutsches? Ich habe vor ein paar Stunden erst die Wahlvorschläge gelesen, zum Beispiel in Hessen-Nassau. 34 Parteien, die Arbeiterschaft, ihre eigenen Parteien, und zwar nicht eine, das wäre zu wenig, es müssen gleich 3, 4 sein. Das Bürgertum, das noch intelligenter ist, braucht ja noch mehr Parteien. Der Mittelstand muss seine Parteien haben. Die Wirtschaft, ihre Parteien. Der Landmann, auch die eigene Partei, und zwar auch gleich 3, 4. Und die Herren Hausbesitzer müssen ihre besonderen Interessen politischer Art, weltanschaulicher Art, auch durch eine Partei vertreten lassen. Und die Herren Mieter natürlich können dann nicht zurückbleiben. Und die Katholiken auch eine eigene Partei, und die Protestanten eine Partei, und die Bayern eine Partei, und die Thüringer eine eigene Partei, und die Württemberger noch eine besondere Spezialpartei. Und so weiter. 34 in einem Ländchen. Und das in einer Zeit, in der die größten Aufgaben dastehen, die nur gelöst werden können, wenn die ganze Kraft der Nation zusammengerissen wird. Die Gegner werfen uns Nationalsozialisten vor, und mir insbesondere, dass wir intolerante, unverträgliche Menschen seien. Wir wollten, sagen sie, mit anderen Parteien nicht arbeiten. Und ein nationaler Politiker verschärft das noch, indem er sagt, die Nationalsozialisten sind überhaupt nicht deutsch, denn sie lehnen die Arbeit mit anderen Parteien ab. Also ist es typisch deutsch, 30 Parteien zu besitzen.
Ich habe dir eines zu erklären. Die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Sie verwechseln mich immer mit einem bürgerlichen oder einem marxistischen Politiker, der heute SPD ist und morgen USPD und übermorgen KPD und dann Syndikalist oder heute Demokrat und morgen Deutsche Volkspartei und dann wieder Wirtschaftspartei. Sie verwechseln uns mit ihresgleichen selbst. Wir haben ein Ziel uns gewählt und verfechten es fanatisch, rücksichtslos bis ins Grab hinein. Ich habe diese bürgerliche Mentalität der Einschätzung unserer Bewegung zu Recht vor einigen Monaten kennengelernt, da ein Reichsinnenminister sich sagte, diese Menschen hier löse ich auf, die Uniformen ziehe ich ihnen aus und dann mache ich einen neutral pazifistisch-demokratischen Turn- und Sportverein, da werden sie dann hereinkommen und dann habe ich sie und die nationalsozialistische Bewegung ist vorbei. Ein einfaches Rezept. So denken sie und haben nicht erkannt, dass es sich hier um etwas ganz anderes handelt, als um eine gewöhnliche politische parlamentarische Partei. Dass man das nicht mehr auflösen kann und dass jeder Druck die Menschen nur hart macht. Und dass dieses Deutschland, das sie jetzt in der Bewegung gefunden hat, nicht mehr zerrissen werden kann. Es gibt einen bürgerlichen Politiker, der sagt, ich will mich jetzt etwas absondern, wenn sie abgewirtschaftet haben, die Nationalsozialisten. Dann habe ich die Aufnahmestellung und dann strömen alle die Menschen zu mir wieder zurück, die da sind. So denken sie, weil sie gar nicht verstehen können, dass diese Bewegung von etwas gehalten wird, das gar nicht mehr vergehen kann. Vor diesen 30 Parteien gab es ein deutsches Volk und die Partei wird vergehen und nach ihnen wir bleiben wieder unser Volk. Und wir wollen nicht sein eine Vertretung eines Berufs, einer Klasse, eines Standes, einer Konfession oder eines Landes, sondern wir wollen den Deutschen so weit erziehen, dass vor allem alle begreifen müssen, dass es kein Leben gibt ohne Recht und dass es kein Recht gibt ohne Macht und dass es keine Macht gibt ohne Kraft. Und dass jede Kraft im eigenen Volk sitzen muss. Das ist ein Mandat, das ist ein Mandat.